ey, ey, hör wieder Regen drauf. Gucke ich Leben auf. Immer noch fest überzeugt von mir selbst, denn ich hör nicht auf andere. Nein, ich geh mein Weg. Hallo Friends, willkommen bei Lonien. Ihr seid hier in Trier bei mir im Studio. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, und zwar Raf Kamora. Wir haben heute diesen wunderschönen Rahmen tätowiert. Wir haben jetzt 3 Uhr nachts und wir sind noch nicht fertig mit der Arbeit. Raf ist dabei, ein Beat zu produzieren für mich, für einen Song, für mein Album, Unter die Haut, Mitte März. Und kommt mal mit. Wir schauen jetzt mal, was er da macht. Ein bisschen zu langweilig, wenn jetzt da die ganze diese Drums kommen. Ja, vielleicht noch ein paar andere Drums in den Parts. Das sind unterschiedlich. Ja. Lass mal ganz kurz nochmal die Hook hören. Nur kurz. Ich weiß, was wir machen. Pass auf. Wir sagen so, ja, in den Parts wollen wir andere Drums. Und dann spiele ich schnell die Part-Drums an. Okay. Dann lass mich mal versuchen. Hast du so dieses, wie heißt dieses Kit? Vinyl, Drum, irgend so ein ganz oldschooliges Ding. Moment. Das hier, ne? Eins runter. Noch eins runter. Noch eins, genau das. Ah. Okay, ja, perfekt. Okay. Warte, geht schon? Eins, zwei. Jetzt gib mir so ein Synthi, so wie Dominator Synth, weißt du, diese richtigen, na wie heißt denn das? Square, ja. Square, weißt du, diese Sägezahn Synthi Zeug? Predator, ne, den, Vater Plugin. Okay, warte, lass mich mal mit dem Beat zusammen spielen.
kriegt die Hook jetzt. Mit dem Synthi. Hast du den Synthi in die Hook kopiert? Ja. Lass mal in der Hook den gleichen, auch diesen Sägezahn-Synthi. Okay. Aber da spiele ich das einfach durchgehend. Ich will dir ein kurzes Stück Vorlauf, ne? Ja. Dann lass mich das gleiche. Hast du irgendwelche Brasses, irgendwelche halbe coole? Ja, hier. Warte. Ich krieg nochmal Vorlauf, ja? Ja. Warte, lass mich nur kurz einmal üben. Okay, gib mir Vorlauf. Warte. Mach das Klick an. Hast du aufgenommen? Ja. Bombe. Bisschen lauter, machst du ein bisschen lauter. Hast du eine Hook da schon drauf eigentlich? Der Song heißt Regen. Also vom Part her habe ich über Regen und, okay, und über Missstände in der Gesellschaft und so. Hast du eine Hook da drauf? Nein, aber. Ja, da könnte man so, so Regen heißt das auch, oder? Ich meine, man muss in der Hook jetzt nicht vom Regen erzählen. Weil du wahrscheinlich, du willst ja von so einem blauen Regentropfen. So. Vielleicht noch einmal kurz am Anfang. Ja. Regen und dann irgendwie eine Aussage machen. Ich hab fahren am Mond und fahren an der Vergangenheit. Guck wie der Regen kommt, in meiner Fahne am Mond.
Das wäre eine geile Melodie, Mann, oder? Eins, zwei, drei. Guck, wie der Regen träumt, guck, ja, ich lebe noch. So Drake-mäßig. Ich seh die Engel weinen, weil jeder Kopf, der nichts versteht, hier einem Gefängnis gleicht. Dann sind wir endlich frei, von Vorurteilen sich zu sorgen, kann von Vorteil sein, weil es letztendlich reicht. Seit der Antike führen wir Krieg, vergessen Menschlichkeit. So wie ich das sehe, wird das so gehen bis zur Unendlichkeit, bis zur Unkenntlichkeit, entstellt durch blanken Hass. Ich frag mich, was hat euch im Endeffekt der Geltungsdrang gebracht? Und was hat Geld uns dann gemacht? Wir töten wegen Öl und Prophezeiungen verheißen, dass der Weltuntergang naht. Was bringt Geld uns an dem Tag, an dem du dafür nichts mehr kaufen kannst? Ich lauf entlang an Straßen voller Armut und denk laufend dran. Viele sind ausgebrannt, es bleibt nur Asche in den Herzen, denn nur wenige verkraften diese Schmerzen. Dieser Regen, guck, er prasselt wieder. Wer kann diese Fesseln lösen? Menschen töten Menschen, wer hat sie bekehrt zu lösen? Regen traut. Sag, wer stellt hier die Weichen? Denn irgendwann naht der Tag, an dem wir hier entgleisen. Ignoriert man diese Zeichen, zieht der Krieg dann seine Kreise. Sind's vergleicht, doch wieder zählt man hier die Leichen.